Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die Abschiebung von zwei Familien nach Georgien und Armenien Ende Jänner hat große Emotionen ausgelöst. Unter den Jugendlichen und Kindern, die damit abgeschoben worden sind, ist die 12-jährige Tina gewesen, eine Wienerin, die in Wien geboren ist und in Wien in die Schule gegangen ist. Ebenfalls mit abgeschoben wurde Sona in Richtung Armenien, die in einer höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe im 10. Bezirk Schülerin war und ihr 16-jähriger Bruder Aschot. Es sind Familien, deren Ansuchen um Asyl abgelehnt wurden in Österreich. Der Innenminister sagt, die Gerichte haben die Sache mehrmals angesehen und es gab keine andere Möglichkeit, als diese Familien abzuschieben. Es gibt Juristen, die dem widersprechen und sagen, hier wurde das Kindeswohl, das ebenfalls ein Rechtsanspruch ist, eklatant verletzt. Bemerkenswert ist, wie stark sich Schülerinnen und Schüler der Kinder und Jugendlichen, die da abgeschoben wurden, engagiert haben gegen die Abschiebung. Sie haben demonstriert in der Nacht, in der die Abschiebung stattgefunden hat und nachher. Und sie organisieren jetzt auch die Solidarität und die Proteste dagegen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden und wir werden jetzt mit den Schülerinnen und Schülern, die Mitschüler waren der Abgeschobenen, sprechen und auch Lehrern aus dem Bundesrealgymnasium Stubenbastei und aus der Anstalt für höhere wirtschaftliche Berufe im 10. Bezirk in Wien. Ich freue mich sehr, dass Ayman Suliman mit dabei ist. Hallo. Hallo. Ayman ist Schüler in der Klasse 3b in der Stubenbastei in Wien. Das ist die Klasse, in die auch Tina gegangen ist, die nach Georgien abgeschoben wurde. Ayman, ist eure Klasse mit Tina jetzt noch in Kontakt? Ja, also wir haben immer ab und zu Kontakt. Wir reden mit ihr. Wie läuft das ab? Also, wir rufen sie einfach an, ab und zu. Und wenn sie halt abhebt, dann eigentlich eh nichts so Wichtiges, weil sie hat halt in Georgien nicht vieles zu tun. Und wie geht's ihr? Was habt ihr für einen Eindruck? Ihr geht's gut, aber also erstens Langeweile und sie hat es, glaube ich, noch immer nicht realisiert. Also was mit dir passiert ist, weil es war sicher ein sehr großer Schock. Tina, damit wir ein bisschen Tina kennenlernen, war von der ersten Klasse an in der Schule und hat dort mitgelernt mit Ihnen. Wir haben gesagt, wir sind per Sie alle in diesem Talk. Ein bisschen, um Sie kennenzulernen. Was hat Sie besonders gern gemacht? Was wollt Sie werden? Was wollt Sie tun? Also sie war eigentlich immer sehr gut. Also eigentlich war sie halt eine sehr gute Schülerin und sie war immer ein sehr großer Teil der Klasse. Also ohne ihr war einfach die Klasse ziemlich langweilig. Also man hat sogar gemerkt an den Tagen, wo sie krank war oder gefehlt hat, man hat halt wirklich gemerkt, dass der ganze Klassenraum so viel langweiliger oder halt so leiser ist, weil sie war halt wirklich diese Lustige, die immer so wirklich schöne, ja, positive Vibes in den Klassen. Und damit muss die Klasse natürlich, dass sie jetzt fehlt, umgehen. Ich begrüße Tiara Rigby. Hallo. Hallo. Tiara ist eine Klassenkollegin, Mitschülerin von Sona, die nach Armenien abgeschoben worden ist mit ihrem jüngeren Bruder Aschot. Die Klasse von Sona ist die 4C in der höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe. 4C in der Schule, wie nah war Sona da an einem Abschluss? Also es ist so, dass wir am Ende der vierten eine Fachprüfung in Restaurant und Service Management haben und die hätte sie eben dieses Jahr gehabt und nächstes Jahr hätte sie maturiert und Aschot hätte nächstes Jahr seine Abschlussprüfung gemacht und ebenfalls die Fachprüfung gemacht. Wie ist das bei Ihnen? Wann haben Sie das letzte Mal mit Sona Kontakt gehabt? Quasi erst heute. Sie ist nämlich per Teams-Meetings, nimmt sie am Unterricht teil. Also quasi hat sich da mit ihr Kontakt, aber so richtig haben wir eigentlich schon so fast jeden Tag in der Klassengruppe mit ihr.
Was heißt das, sie nimmt am Unterricht teil? Wie läuft das? Ab und zu können manche Lehrer eben per Teams irgendwie eine Konferenz machen und da kann sie dann beitreten, dass sie auch vom Unterricht etwas mitbekommt und sonst senden Lehrer ihr einfach Aufgaben, die sie dann erledigen muss. Was möchte sie werden, wenn sie ihren Abschluss gemacht hat, wenn das funktioniert hätte? Was war ihr Ziel? Sie will Anwältin werden und hat aber auch schon 3 Monate ein Praktikum in Österreich gemacht als Kellnerin. Dann sind ebenfalls hier zugeschaltet die 3 Schulsprecher oder Schülerinnen-Sprecher, wie das richtig heißt, in der Stubenpastei. Hallo, Felix Kreuz. Und die stellvertretende Schulsprecherin Viktoria Bartl ist ebenfalls dabei. Hallo. Hallo. Und Schulsprecher Theo Haas. Hallo. Hallo. Viktoria, wie ihr als Schulsprecher die Nachricht erfahren habt von der bevorstehenden Abschiebung der Tina, wie war da die Reaktion in der Schulgemeinde? Es war natürlich schon ein ziemlicher Schock, weil es war sehr unerwartet, vor allem auch für uns, weil wir waren ja nicht mit der Tina in der Klasse oder so etwas, also wir haben das auch davor gar nicht mitbekommen. Aber dann, als wir es erfahren haben, war das schon ein großer Schock, dass das bei uns in der Schule passiert, dass eine Mitschülerin abgeschoben werden soll. Und wir haben dann halt natürlich sofort angefangen, uns zu überlegen, was können wir jetzt als Schülerinnenvertretung der Stubenpastei machen, was kann die Schule machen, um das zu verhindern. Theo Haas, habt ihr dann konkret unternommen? Was ist dann passiert? Also wir haben dann begonnen, den Fall über die sozialen Medien möglichst bekannt zu machen und auch darauf hinzuweisen, dass ja eine komplett unmenschliche Abschiebung stattfindet und haben eben versucht, auch möglichst viele Medien anzurufen und ihnen zu sagen, was hier passiert und auch den Fall möglichst publik zu machen. Felix Kreuz, was war da die wichtigste Aufgabe, organisatorische Aufgabe oder auch Aufklärungsaufgabe, unmittelbar nach der Information die Abschiebung kommt? Also wir haben uns erstmal zusammen in einen Call, wir waren zusammen den ganzen Tag in Kontakt zu dritt und haben eben versucht, eben die ganze Zeit alle möglichen Menschen zu kontaktieren und haben den ganzen Tag telefoniert und hauptsächlich Kontakte hergestellt, im Internet Leute gesucht, Personen gesucht, die Macht da haben, die sich auskennen in diesen Gebieten im Thema Integration und haben eben hauptsächlich Kontakte aufgebaut den ganzen Tag. Ja. Und ihr seid dann auch zu dem Abschiebungszentrum hingegangen und habt dort demonstriert, richtig? Genau, also das war dann am Mittwoch, einen Tag später, nachdem wir das erfahren hatten. Ich lese einmal, es hat einen Abschiedsbrief für Tina gegeben aus der Klasse 3b, die ist dann Tinas Vater übergeben. Was ist in diesem Abschiedsbrief der 3b gestanden? Jeder hat sein eigenes Brief geschrieben und Fotos ausgedruckt und kleine Geschenke auch mitgegeben. Wir wissen nicht genau, ob sie, also die Briefe glaube ich schon, aber sonst wissen wir halt nicht genau, ob Tina jetzt alles erhalten hat und so. Und ja, das war's mit den Briefen. Tiara, was waren die Reaktionen in der Schule im 10. Bezirk, wie das bekannt wurde, diese Abschiebung? Also erstmal hat unsere Direktorin natürlich gleich alles gemacht, um das zu verhindern, Anwälte eingeschaltet. Der Rest der Schule hat auch probiert, so viel zu machen wie nur möglich. Einer aus meiner Klasse hat eine Petition gestartet, wo wir auch dann gleich sehr viele Unterschriften bekommen haben. Und sonst war es halt einfach nur ein Riesenschock für uns, weil wir haben schon länger von ihr nichts mehr gehört. Sie hat sich dann auch in der Früh am nächsten Tag, am Dienstag, nicht mehr gemeldet. Und da haben wir schon gefragt, dass sie es einfach nicht sieht, dass sie sich nicht meldet. Und dann haben wir eben später am Nachmittag von unserer Lehrerin erfahren, dass sie abgeschoben wird und haben auch direkt agiert und alles probiert zu machen, um es irgendwie zu stoppen. Es hat ja eine ganze Reihe von Demonstrationen gegeben gegen diese Abschiebung. Wer hat denn da alle mitgemacht, Tiara? In der Nacht, wo sie abgeschoben wurde, sind einige aus meiner Klasse, aber auch generell aus meiner Schule hingegangen. Da habe ich dann aber auch noch mehrere Menschen, die einfach nur davon gehört haben, gesehen und dann noch ein paar andere Schüler aus der Stubenpastei. Wie war das dort bei dieser Demonstration? Wie habt ihr das erlebt? Es war anfangs sehr friedlich. Wir haben uns eben alle getroffen. Es waren am Anfang sogar noch Leute früher da, die sich auf den Boden setzen konnten. Und eine Sitz,
Band machen konnten, eben damit die Autos nicht durchfahren können. Und dann sind die Polizisten gekommen und haben hinter den Autos und vor den Leuten, die sich gesetzt haben, eine Wand gebaut, dass die anderen nicht hinkommen könnten. Und wir sind dann einfach nur gestanden, so lange wie möglich. Und dann sind immer mehr Polizisten gekommen, haben eine dickere Mauer gebaut. Und wir haben uns dann angefangen, auch hinzusetzen. Und dann hieß es auf einmal los und die Polizisten haben uns alle attackiert, gestupst, überrannt, manche auch, damit sie eben den Platz für die Autos schaffen. Das war für viele eine schlimme Erfahrung. Ebenfalls zugeschaltet sind zwei Lehrer der Stubenpastei. Herr Tobias Langer ist Geschichtslehrer in der 3B. Guten Tag. Guten Nachmittag. Und Andreas Knabel ist Klassenvorstand in der 7B, aus der die Schulsprecher kommen. Hallo. Hallo, schönen Nachmittag. Andreas Knabel, was macht so eine Erfahrung mit der ganzen Schule? Wie geht man damit um? Ja, also die Schule muss da zwei Dinge im Wesentlichen leisten. Zum einen muss die Schule natürlich Verständnis haben und diese ganzen Emotionen, die in den Schülerinnen und Schülern eben vorgehen, auffangen. Und zum anderen muss die Schule auch ein bisschen regulativ sein und sagen, wir müssen uns diesen ganzen Vorgang mit kühlem Kopf anschauen. Wir müssen da Verschiedenes inhaltlich abwägen. Und natürlich ist die Schule auch zuständig, die einzelnen Ebenen der Schulgemeinschaft für ganz unterschiedliche Dinge. Weil, wie Sie am Anfang schon gesagt haben, Tina ist ja jetzt aus dieser Klasse rausgerissen worden. Und in der Schule sind ja eben noch diese verbleibenden 24/25 der 3B da. Die müssen natürlich da auch in weiterer Folge mit Hausverstand und Zuversicht betreut werden. Und die Kolleginnen und Kollegen schauen, dass eben, wie Ayman auch schon angedeutet hat, der Kontakt zu Tina aufrechterhalten wird nach unterschiedlichen Möglichkeiten. Dann haben wir auf der nächsten Ebene die Schülerinnenvertretung, eben die drei größeren in erster Linie, die wir ja da auch schon kennengelernt haben, die ganz, ganz viel konkrete Unterstützung bieten wollen dabei und eben jetzt auch viel mediale Kommunikation übernehmen. Dann haben wir als nächstes den Elternverein, der sich sehr stark macht, der eben schaut, dass finanzielle Unterstützung geschaffen werden kann, weil ganz egal, wie Tinas Bildungsbiografie jetzt weitergeht, es wird da finanzielle Mittel dafür brauchen. Und da gibt es ein Spendenkonto, ist das? Ja, genau, da gibt es ein Spendenkonto, das ist auch über die Homepage der Schule einsehbar. Über die Homepage der Schule ist das einzusehen. Genau, also Sie sehen es sofort, wenn Sie die Homepage der Schule www.stubenpastei.at anklicken. Herr Langer, Geschichtsunterricht in der 3B, aus der die Tina rausgerissen wurde, ich nehme an, da wird jetzt auch einiges über Asylrecht und solche Themen gesprochen, oder? Also generell haben wir uns in der Fachgruppe, also mit den Geschichtelehrerinnen und Lehrern der Stubenpastei vor wieder Schulstart nach den Ferien zusammengesetzt und einmal besprochen, wie wir das in den gesamten Klassen angehen wollen, das Thema, weil ja doch alle davon mitbekommen haben, nachdem es so große mediale Wellen geschlagen hat. Und wir unterrichten jetzt quasi von der 2. bis zur 8. Klasse, auch in den ersten, in diversen Fächern wird das Thema angesprochen. Versuchen halt auf der einen Seite herauszufinden, in den Klassen, jetzt die 3B vielleicht einmal ganz kurz ausgenommen, was ist quasi überhaupt der Wissensstand über das Thema, ob sie das mitbekommen haben, wie sie es mitbekommen haben, wie sie es auch mit den Eltern daheim kommunizieren. Und das ist auf der einen Seite mal quasi so die emotionale Ebene. Und auf der anderen Seite, wie Sie gerade richtig gesagt haben, sind natürlich gerade jetzt beim Thema politische Bildung Themen wie Asylrecht, Migration, Staatsbürgerschaft, diese Begriffe mal kennenlernen, gerade in der Unterstufe, in der Oberstufe natürlich auf einer anderen Dimension, die Diskussion, dass das jetzt einmal quasi spontan eingeführt wird im Unterricht, auch wenn das eigentliche Thema gerade ein anderes wäre. Und in der 3B ist das natürlich gesondert. Ich unterrichte eben die 3B in Geschichte und ich habe ja immer nur die Hälfte der Schülerinnen und Schüler aufgrund des Schichtbetriebs und versuche dann natürlich, ich habe sie einmal pro Woche live in der Klasse und versuche mal auch da zuerst herauszufinden, quasi wie es ihnen geht. Und dann haben wir natürlich auch diverse Themen, eben wie das eben genannte Asylrecht, und haben uns einmal angeschaut, wie ein Asylverfahren überhaupt in Österreich aussieht. Ist ja für 12-, 13-Jährige ein recht komplexes und schwieriges Thema.
aber sie sind da sehr, sehr interessiert, beziehungsweise, wie wir auch schon gehört haben, sehr engagiert, was das betrifft. Tina kann auch, nimmt irgendwie von Georgien aus auch am Unterricht teil noch oder kann noch teilnehmen. Wie ist das in der 3B? Also, die Tina ist am Freitag per Teams zugeschalten als Gast. Da habe ich selber keinen Unterricht in der 3B, also da weiß ich nicht so viel darüber. Aber jedenfalls am Freitag ist sie als Gast quasi bei den Teamsitzungen dabei. Wie funktioniert das einmal, diese Beteiligung der Tina? Also sie kommt einfach normal auf Teams. Also sie ist in allen Unterrichtsfächern da am Freitag als Gast. Tiara Rigby, jetzt hat es eine ganze Reihe von Solidaritätsaktionen gegeben. Was ist denn jetzt noch geplant, Solidaritätsaktionen mit Sona und ihrer Familie und auch Tina? Natürlich erstens einmal so wie viele Interviews und alles einfach verbraten wie möglich, damit mehr Menschen davon Bescheid wissen, damit wir einen Druck auf die Regierung setzen, dass das endlich geändert wird, weil das einfach nur unmenschlich ist. Und sonst haben wir eben Spendenkontos. Das kann man, sieht man. Hinweis, wo kann man das finden, das Spendenkonto? Bei der Volkshilfe, und meine Schule hat auch ein Spendenkonto gemacht auf der Instagram-Page oder auf hw10.at. Ist jetzt die Zeit, wo man beginnt wahrscheinlich auch zu diskutieren, was das politisch bedeutet hat oder was das sagt das eigentlich über unser Land, was da passiert ist? Laufen definitiv solche Diskussionen und in welche Richtung gehen die, Tiara? Definitiv. Natürlich, glaube ich, werden die Gesetze hinterfragt. Und ja, ich finde, einfach nur mehr Menschlichkeit in die Gesetze reinbringen, würde ich sagen. Theo Haas in der Stubenpastei, was war die wichtigste Auswirkung dieses Engagements gegen die Abschiebung auf die Haltung der Schülerinnen und Schüler? Was sieht man daraus für Konsequenzen? Gibt es sowas, dass man sagt, okay, die Zeit vorher haben wir Dinge anders gesehen als die Zeit jetzt nach dieser Abschiebung? Gibt es sowas, so einen Bewusstseinsprozess? In welche Richtung geht der? Naja, ich denke schon, dass dadurch, dass diese Abschiebung stattgefunden hat oder dass das auch so thematisiert wurde in sozialen Medien, dass da viele Jugendliche und Schüler und Schülerinnen wachgerüttelt wurden und auch begonnen haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Besonders, weil das ja kein Einzelfall ist. Wenn wir uns anschauen, es sitzt wahrscheinlich jetzt gerade wieder eine Familie in der Zehntergasse und wartet auf ihre Abschiebung. Und ich glaube, dass das schon bei vielen Schülern und Schülerinnen hier auch ein Bewusstsein irgendwie geschaffen hat, die sich jetzt auch mit dem Thema beschäftigen und die sich auch engagieren wollen. Also ich glaube schon, dass das sehr viele Schüler und Schülerinnen halt an der Stubenpastei bewegt hat. Hat es eigentlich eine solche Erfahrung vorher gegeben? Unterschriften sammeln, demonstrieren, auf die Straße gehen, oder ist das erste Mal für die meisten von euch? Theo? Für mich? Ja, okay. Ja, bitte, Tiara. Okay. Für mich ist es das erste Mal für so ein Thema. Demonstrationen, auf dem anderen Demonstrationen war ich natürlich schon, aber auch selbst so etwas zu organisieren und wirklich quasi das Gesicht für meine Klasse zu sein, für Medien, auch definitiv das erste Mal. Viktoria, jetzt ist ja das Argument der Regierung, auch des Innenministers, zu sagen, es ist alles geprüft worden, das ist keine willkürliche Entscheidung, das ist die Rechtslage. Was empfindet ihr da? Wie reagiert ihr darauf? Er ist der Innenminister, also er weiß schon, wovon er redet, nehme ich an. Ja, natürlich. Ich kann jetzt hier nur als Schülerin sprechen. Ich bin keine Juristin oder sonst etwas, so wie auch die andere Schülerinnenvertretung hier. Aber in den Augen einer Mitschülerin ist das für mich nicht rechtlich okay, weil es ein in Österreich geborenes Kind ist, ein Kind, die Schülerin ist, die nicht einmal integriert werden musste, weil sie immer integriert war, die eine super Schülerin ist, und es gibt keinen wirklichen Grund, die Tina abzuschieben. Und von daher verstehe ich persönlich die rechtliche Lage beziehungsweise das Recht zu fertigen, dass man sagt, Gesetz ist Gesetz, macht für mich in diesem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn. Wo ist das Problem, das Kern des Problems in dem Gesetz aus eurer Sicht? Sozusagen die Tatsache, dass Tina
geboren ist in Wien und er eine Wienerin ist. Auch andere sind Wienerinnen, die nicht unbedingt hier geboren sind, aber bei ihr ist das ganz krass. Ist das ein wichtiger Punkt? Auf jeden Fall. Ich meine, ich bin selber in Wien geboren und ich darf hier leben. Und die Tine ist auch in Wien geboren und sie darf nicht hier leben. Und das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn irgendwo. Theo, was ist die, in welche Richtung geht die politische Diskussion? Welche politische, ein bisschen also bei 17-Jährigen in der 7. Klasse, diskutiert man wahrscheinlich auch ein bisschen, in welche Richtung geht unser Land und was können wir tun? In welche Richtung gehen Schlussfolgerungen aus dieser Erfahrung für euch? Naja, ich finde, man kann sich ganz klar anschauen, der Fall von Arigona, der ist jetzt circa 14 Jahre her. Arigona Togay damals? Ja, ne? Genau. Und in diesen 14 Jahren hat sich eigentlich die Asylpolitik bzw. die Asylgesetze nur verschärft. Also es wurde ja eigentlich nie wirklich besser und das unter verschiedensten Regierungen. Und deshalb glaube ich jetzt auch, dass hier sich viele eigentlich eine Richtung, also einen Kurs in eine andere Richtung wünschen von den Gesetzen her. Und die Tiara hat es auch schon gesagt und ich glaube, dass sich das viele wünschen. Ich kann jetzt hier persönlich nur für mich sprechen, aber ich wünsche mir auch einfach menschlichere Gesetze. Und wenn das hier, und das habe ich auch schon öfter gesagt, wenn das hier die rechtliche Lage war, dass hier wirklich ein Mädchen, das eigentlich gar nicht mehr integriert werden musste, weil es immer schon ein Teil von diesem Land war, einfach abgeschoben wird von heute auf morgen mit ihrer Familie. Wenn das die rechtliche Lage ist, dann muss man diese rechtliche Lage ändern. Und ich kann auch persönlich nicht einsehen, die letzten Monate haben uns gezeigt, dass das über Nacht passieren kann, dass hier von heute auf morgen Sachen geändert werden, Gesetze geändert werden. Und in dem Fall sehe ich das auch, dass das hier ebenfalls benötigt wird. Herr Knabel, aus Ihrer Sicht, aus der Sicht der Lehrer, wie sehr verändert diese Erfahrung die Atmosphäre in der Schule, auch das Verhältnis der Kinder zu den Behörden, zum Staat? Ja, also das Verhältnis in der Schule ist, ich würde sagen, es ist insofern einfach ein bisschen eine politischere, eine kritischere Stimmung geworden. Und es ist ja dadurch, dass jetzt die Schülerinnen und Schüler die Erfahrung gemacht haben, dass Politik wirklich ein massiver Einschnitt in den persönlichen Alltag sein kann, ja auch zum Teil ja das passiert, worauf Schule eigentlich vorbereiten soll, nämlich dass man ja immer in unterschiedlichen Formationen modellhaft auf das spätere Leben und auf kritisches Denken vorbereitet. Und da ist jetzt eigentlich unter den Schülerinnen und Schülern das passiert, weswegen man im Literaturunterricht ja etwa Texte von Sophokles bis Jelinek liest, dass man einfach merkt oder dass man einfach kritisch denkt, dass man seine eigenen Anliegen formuliert, dass man solidarisch agiert und dass man auch wirklich den Mut hat, diese Meinung kundzutun. Und da ist jetzt schon in gewisser Weise eine Art Aufbruchsstimmung an der Schule diesbezüglich. Wie erleben Sie das, Herr Langer? Ist das mehr Aufbruchsstimmung oder doch auch Enttäuschung? Wird es ja wohl auch geben. Ja, die gibt es auf jeden Fall natürlich. Und ich merke es in den Gesprächen mit den Klassen, ist natürlich teilweise unterschiedlich. In manchen Klassen gibt es halt Schülerinnen, die wissen sehr viel und haben sich sehr viel damit beschäftigt, manche weniger. Aber man merkt schon, dass gewisse Dinge im Land, speziell jetzt Migration betreffend, Staatsbürgerschaft, weil, wie Sie ja richtig gesagt haben, es gibt ja einige Schülerinnen hier, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben, die hinterfragen gewisse gesellschaftliche und gesetzliche Dinge. Und wir haben zum Beispiel heute in der 3B im Unterricht, dann eben sind wir eigentlich draufgekommen, von allen, die anwesend waren, war eigentlich die Mehrheit ohne österreichische Staatsbürgerschaft und haben dann quasi davon ausgehend darüber diskutiert, wie quasi die gesetzliche Lage ist, dass es ja einen Rechtsstaat gibt und dass aber über die Gesetze diskutiert werden soll, in der Schule, wie in der Politik, wie in der Gesellschaft. Also ich finde, das ist gerade in politischer Bildung im Fach ganz, ganz zentral, dass man versucht, halt auch unterschiedliche Perspektiven zu sehen und die Schülerinnen nicht quasi nur zu einem emotionalen, sondern auch zu einem Sachverhalt hinzuleiten. Und das war eigentlich recht spannend in der 3B heute, ja. Tiara Rigby, wie ist Ihre Erwartung, wie es weitergehen kann? Sona und Ihr Bruder Ashot sind in Armenien. Ihr habt Kontakt. Wie ist deren Hoffnung, dass es weitergeht? Wie ist Ihre Hoffnung, dass es weitergeht? Sie hoffen natürlich, dass Sie zurückkommen können. Ihr Fall ist ja auch noch nicht vorbei. Der wird nochmal angeschaut. Das wird noch etwas dauern.
selbst in Armenien, wenn sie dort bleiben müssten, wüssten sie nicht, was sie machen sollen, weil beide höchstwahrscheinlich nicht mal mehr zur Schule gehen können, weil sie schon zu alt sind. Das heißt, Sona und Ashad müssten in die Universität und Ashad müsste nächstes Jahr, wenn er 18 ist, Soldat werden und in den Krieg ziehen, der momentan auf Pause ist, aber könnte jedes Mal, also immer wieder anfangen, dass die dort auch noch Geiseln haben. Ayman, wie ist das bei Tina? Wie stark ist die Erwartung, die Hoffnung, dass sich da doch noch etwas richtet und dass sie zurückkommen kann nach Wien? Also es ist momentan eigentlich nicht so gut, aber wir versuchen wirklich unser Bestes und unsere Priorität ist nicht, dass Tina hier bleibt, sondern dass es ihr gut geht. Also auch wenn es ihr jetzt in Georgien gut geht, wäre es jetzt auch nicht so schlecht. Und noch zur Politik, also ich bin halt noch ein Kind und ich kann eigentlich dazu nichts sagen, aber es bricht mein Herz, dass im Land, in dem wir leben, so eine Ungerechtigkeit herrscht, weil wenn das Gesetz ist, dann ist das Gesetz schon falsch, weil es geht nicht, dass Kinder abgeschoben werden, weil, also vor allem die jetzt hier geboren sind und hier ihr ganzes Leben gibt, einfach, es geht nicht. Und nochmal, ich habe schon einmal gesagt, ich sage es nochmal, unser Ziel war nichts Politisches und auch nichts mit Aufmerksamkeit. Es war nur ein Zwischenziel. Nur damit wir halt diese mediale Welle bekommen, damit wir schon ein bisschen Aufmerksamkeit auf diese Fälle bringen. Wie ist das, Theo Haas? Ist die Erwartung, dass sich noch etwas groß ändern kann oder ist jetzt ein bisschen das Gefühl, ja, möglicherweise bleibt es dabei und Tina wird in Georgien bleiben? Oder ist sozusagen genau euer Impetus noch zu sagen, ja, wir wollen das noch einmal hochrollen? Naja, wir wollen natürlich so lange dranbleiben, wie es geht und uns weiterhin genauso stark dafür einsetzen, dass sie möglichst bald mit ihrer Familie zurückkommen kann. Das ist unser großes Ziel und dafür werden wir auch weiter kämpfen und uns weiter dafür einsetzen. Und wie genau das juristisch aussieht, kann ich nicht beurteilen, aber wir werden definitiv und ich glaube, dass das so sein wird, dass wir hier auch uns weiter dafür einsetzen möchten und auch weiterhin dafür sorgen möchten, dass dieses Thema präsent bleibt und dass dieser gesellschaftliche Diskurs, der jetzt angestoßen wird, nicht von heute auf morgen wieder verschwindet. Es gibt ja die Möglichkeit juristisch eines Schülerinnenvisums, das ist vom zuständige Stadtrat in Wien ja auch andiskutiert worden. Wer weiß, vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Andreas Knabel, wie ist der Stand der Schule? Wie wird es jetzt unmittelbar weitergehen? Also der Stand der Schule ist eben diese vorher schon gesagten Maßnahmen. Der Stand der Schule ist aber auch, dass wir natürlich sagen, in dieser rechtlichen Frage ist das jetzt alles aus unserer Sicht in besten Händen und wir können eigentlich nur abwarten und gleichzeitig diese Unterstützung einerseits der Schülerinnen und Schüler bieten, dass sie auch weiterhin Kontakt mit Tina halten können und dass wir finanzielle Mittel aufbringen. Und gleichzeitig gibt es jetzt ausgehend von der Schule auch noch, entwickelt sich eine weitere Welle der Solidarität, weil eben ganz, ganz viele ehemalige Stubenbasteierinnen und Stubenbasteier, also seien es jetzt Schülerinnen und Schüler oder Lehrerinnen und Lehrer oder auch ehemalige Eltern, die hier am Haus gearbeitet haben, jetzt auch dazu ansetzen, nach Unterstützungsmöglichkeiten zu suchen. Und die sind gerade dabei, sich zu formieren und aufzustellen. Das war ein Falter-Talk mit Schülerinnen und Schülern und Lehrern aus den Schulen, aus denen vor kurzem Kinder und Jugendliche abgeschoben wurden aus Österreich. Herzlichen Dank, vielen Dank fürs Mitmachen an Sie alle. Der Elternverein der Stubenbastei hat, wie gesagt, ein Spendenkonto für Tina eingerichtet, kann man auf der Homepage der Schule ansehen. Auch auf der Homepage der Schule im 10. Bezirk gibt es ein Spendenkonto. Debatten und Kontroversen um Asylpolitik lesen Sie fast jede Woche im Falter oder auch fast jeden Tag im Falter Morgen. Das ist ein neuer Newsletter des Falter, den ich Ihnen sehr empfehlen möchte. Sie können diesen Newsletter abonnieren unter der Adresse www.falter.at/morgen. Und dieser Newsletter kostet auch gar nichts. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.